Hallo, mein Name ist Volker Schwabe. Ich bin Coach und Trainer bei der WBS Akademie. Ich beschäftige mich mit der Frage, welcher Beruf zu welchem Menschen am besten passt. Und um das rauszufinden, habe ich eine ungewöhnliche Methode entwickelt. Und zwar beschäftige ich mich mit der Mimik von Menschen, beziehungsweise damit, den Charakter eines Menschen anhand seines Gesichtes zu analysieren. Dadurch, dass die Muskulatur sich über Repetition, also über Wiederholung ausbildet, entsteht in jedem Menschen und in jedem Gesicht ein individuelles Bild. Und wenn man weiß, welcher Muskel für die Ausdrücke welcher Gefühle zuständig ist, dann kann man eben anhand dieses Bildes relativ präzise Aussagen und sehr rasche Aussagen über den Charakter des jeweiligen Menschen treffen. Und das ist das, was ich tue. Erstens, würde man anhand der Ausprägung deiner Gesichtsmuskeln interpretieren können, dass du jemand bist, der freiheitsliebend ist und der offen für neue Ideen ist, dem es wichtig ist, dass man Dinge ausprobieren darf, die vielleicht noch nicht so ausgetretene Pfade sind, sondern dass man einfach mal für neue Situationen auch neue Lösungen ausprobieren darf. Also der offen für Neues ist und auch manchmal die Erwartung anderer, ich sag mal, hinter sich lässt. Das machst du manchmal in deinem eigenen Tempo. Also du bist jemand, der sich nicht drängeln lässt, sondern der genau weiß, wann er wo wie viel Energie reinsteckt. Das macht dich insofern zu einem besonderen Menschen, als dass du dich einer Sache immer mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit widmest. Also man weiß genau, wenn du dich einer Sache widmest, dann wird das individuell und genau so, wie es dort nötig ist. Also ich kann mir vorstellen, dass man sich als Gesprächspartner bei dir sehr gewürdigt fühlt. Muss vielleicht Denise was zu sagen, aber das mit 100% kann ich zu 100% unterstreichen. Ja, also ich finde auch, dass das sehr gut getroffen ist, weil Christian jemand ist, der sehr gut organisieren kann und einem auch im Team gleichzeitig genug Freiheiten lässt, um die Texte eigenständig schreiben zu können. Das Thema Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein ist bei dir ein ganz wichtiges. Die Fähigkeit, Dinge rechtzeitig zu erkennen und gut vorzubereiten. Also zu wissen, was auf einen zukommt und was man dafür haben muss, ist eine deiner besonderen Stärken. Des Weiteren ist deine große verbale Stärke, Denise, liegt die auch darin, nicht zu schnell zufrieden zu sein. Also zu sagen, ja, es ist schön, was wir hier alles erreicht haben, aber denk dran, und das ist ganz wichtig, Denise, dass man so jemanden wie dich im Team hat, denk dran, wir müssen noch das und das und das machen. Also nicht zu früh vom Gas gehen, sondern schon noch achten, dass wir hier alles gründlich zu Ende machen. Du hast ja auch Ja. eins, glaube ich, was ganz entscheidend ist bei Denise, ist die Zuverlässigkeit. Ja. Also absolut zuverlässig in dem, was sie macht, wie sie die Sachen vorbereitet. Und ich sage immer, wenn ich einen Text abends oder wenn er dann fertig ist, lesen muss, dann hast du ja so, dass du sagst, ne, liest, ob alles stimmt. Bei Denise hätte ich auch ein gutes Gefühl, wenn ich den gar nicht gelesen habe und erst am nächsten Tag in der Zeitung lese. Ja. Also Ja.